In unserem Livestream des heutigen Tages haben wir mehrere deutschsprachige Trader eingeladen und den Beginn macht Peter Soth, ein Urgestein der deutschen Trading-Szene, handelt sämtliche Produkte, die der Markt zu bieten hat, CFDs, Futures, Kryptos etc. Und er wird Ihnen heute was sagen zum Daytrading in politischen Marktlagen. Viel Spaß damit. Hallo zusammen. Auch an der Community draußen. Ich heiße Sie erstmal recht herzlich willkommen zu meinem Vortrag hier. Erstmal Gratulation an WAS zum 20-jährigen Jubiläum, ist auch nicht selbstverständlich. Sind viele Broker kommen, hab viele Broker kommen gehen, sehen und viele auch gehen sehen. Und WAS ist halt schon die, die Brokerklasse, die sich etabliert hat, wirklich, muss man sagen. Ja, also der Service ist gut, der Support ist gut, ja, muss man wirklich sagen, die Fills sind gut. Ja, und das ist ja das, worauf es für uns ankommt, dass die Fills gut sind. Dass immer ständig Liquidität da ist, egal ob es im Future-Markt oder im CFD-Bereich. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ich habe viele Leute, die über WAS handeln. Also wir kennen den Ausdruck Requotes oder sowas kennen wir gar nicht. Ja, das muss man sagen. Das ist bei anderen halt so dieses Schreckgespenst. Ich darf Sie erstmal recht herzlich willkommen heißen zu meinem Vortrag Daytrading im politischen Marktlagen. Funktioniert das nicht? Können Sie mich hören? Schlecht? Die anderen hören? Also vorne hört man mich? Okay. Daytrading in politischen Marktlagen ist natürlich eine Sache, wo ich sage, gerade für Anfänger, der Super-GAU. Jemand, der vielleicht 2 Jahre im Markt ist, der mal eine Zeit lang erfolgreich gehandelt hat, der Super-GAU. Jemand, der 4 Jahre erfolgreich drin ist, der aber Spikes nach oben als auch nach unten hat, der Super-GAU. Ja, wir haben seit 2015 haben wir eine Marktlage, dank Frau Merkel, dank unserer Politik, dank Herrn Schäuble, dank Europa, ja, die das Handeln sehr, sehr schwer macht. Wirklich. Wir haben eine starke Regulierung in den Märkten, wo die Banken selber nicht mehr aktiv handeln dürfen, es sei denn, sie bringen ihre Position in die Bilanz rein. Ja. Das heißt, wir haben eine Abnahme im Volumen, eine starke Abnahme im Volumen. Diese Abnahme im Volumen hat gleichzeitig natürlich einen großen Einfluss auf die Charts. Ja. Das heißt, der Markt wird nicht mehr geprintet, wir haben keinen flüssigen Handel, die Tiefs werden nicht mehr geschortet, die Hochs werden nicht mehr gekauft, die Breakdowns werden nicht mehr gekauft, die Breakouts auch nicht mehr. Das heißt, die Bewegungen, die im Markt drin sind, sind einfach nicht mehr kalkulierbar. Willkür. Ja, das heißt, viele Bewegungen, sehen wir die Trump-Wahl an, der Markt wurde einfach nur gekauft, aber nicht von Banken. Der wurde von der größten Bank in Europa gekauft. Nichts anderes. Brexit wurde von der größten Bank in Europa gekauft, damit ja noch nichts untergeht. Ja. Das heißt, wir versuchen was zu kaschieren, was jeder sieht, was jetzt langsam rauskommt. Wir sehen es im Lira. Türkei ist ein kleines Land. Die deutschen Banken haben 20 Milliarden Kredite dort am Laufen. Griechenland hatte damals 10. Und da haben wir alle Angst vor gehabt. Türkei ist vollkommen uninteressant. Frankreich hat wesentlich mehr Kredite dort. Ja, dieser Dominoeffekt, wenn das kommt, kippt das ganze System weg. Ja, das ist der Punkt, wo ich sage, Leute, die keine Erfahrung haben, werden in solchen Märkten untergehen. Und ich habe viele gesehen, die in diesen Marktlagen untergegangen sind. Daytrading war bis vor 3 Jahren richtig einfach. Daytrading war einfach. Ja, man hat morgens die Plattform angemacht, man hat den Markt geguckt, 9:30 kamen die ersten richtigen Bewegungen rein, die sauberen Bewegungen, mit ordentlich Flow, mit ordentlich Dynamik, man konnte handeln. Ja. Ein gutes Risikomanagement, wir haben die Phalanx Secure gehabt, das heißt die Daten, die reinkamen, wir konnten den DAX Future mit 6 Punkten handeln, können sie heute nicht mehr. Ja, heute müssen sie 10, 20 Punkte kalkulieren, ja, früher konnten sie den DAX in besten Zeiten mit 3 Punkten handeln.
Ja, das heißt, Sie haben mit einem Risiko von 150 Euro haben Sie 2 DAXe gehandelt. Konnten Sie. Ist nett. Ja, dementsprechend war der Tick, dementsprechend war das Ergebnis. 2 Kontrakte, 6 Punkte Stop, insgesamt, nicht zusammen, 6 Punkte Stop insgesamt, und Sie haben 20 Punkte rausgeholt. Hatten Sie einen R von 3. 3,2. Ist okay. Heute schaffen Sie es nicht mehr. Heute gehen die meisten echt unter. Und deshalb, Risikohinweis ganz, ganz wichtig. Wer es bis heute nicht geschafft hat, erfolgreich zu handeln, wird in diesen Lagen, wird es auch so nicht schaffen. Wirklich, das ist ultra schwer. Für uns war es ultra schwer. Von Februar bis Ende April. Ich habe mein System umgestrickt, ich habe das umgebaut. Ich bin seit Januar nicht mehr im institutionellen Handel. Und hat mir auch ganz gut getan, als ich dann raus war. Die erste Bilanzveröffentlichung meines Fonds. Brumm, runter. Ja, runter. Und jetzt ist die nächste Bilanz, war drin. Ist alles aufgewertet worden, halt mit Versicherungen, mit CDOs, CDSs. Und damit kann man halt noch Geld machen. Ja. Noch. Ja. Okay. Politische Börsen haben kurze Beine. Seit Angela Merkel gilt das nicht mehr. Das Ding ist tot. Das muss man ganz klar sagen. Finanzminister Juncker in Luxemburg und so weiter, in Brüssel, Entschuldigung. Ja, können sie alle knicken. Die reden alle und das ist das Problem. Aber es will keiner die Verantwortung übernehmen. Es will einfach keiner die Verantwortung übernehmen. Ja, wir haben in Deutschland Banken, ich bin da höchster Meinung von der Deutschen Bank, dass sie die besten Händler der Welt hatten. Gucken Sie mal, wo die Deutsche Bank im Chart steht. Gestern bei 10 Euro. Ja, der Handelsraum der Deutschen Bank, das war grandios. Ja, ist nicht mehr. Wegreguliert. Ja. Marktregulierung durch die Politik. Wir haben nicht nur Merkel als Gegner fürs Trading, das ist nur fürs Trading. Wir haben auch Draghi, weil Draghi mehr in den Staaten arbeitet. Draghi kommt ursprünglich von Goldman Sachs. Ja, deshalb Bankenregulierung in Europa stark fokussiert, forcieren. Ja, und in Amerika, Dodd-Frank kippt weg, die Volcker Rule kippt weg. Ja, alles das, was in den Staaten reguliert wurde, kippt weg. So, das heißt, amerikanische Banken dürfen nach vorne kommen, in Deutschland auch. Ja, und die deutschen Banken bauen immer mehr ab. Ja, was da an geistiges Potenzial in den deutschen Banken alleine kaputtgeschlagen wurde, weil sie nicht mehr handeln dürfen, ist Wahnsinn. Deutsche Bank hat es versucht zu umgehen, indem sie die DWS an die Börse gebracht hat. Das bringt auch nicht wirklich viel. Ja. DWS hat zwar den Status, aber kann sich nicht unbegrenzt die Mittel leihen, die man sich bei der EZB leihen könnte. Ja, das sind halt die Punkte. Ja. Ja, dann für die CFD-Trader ESMA. Ja, ist ärgerlich. Ich habe viele Schüler bei mir, die CFD traden. Sie müssen sich mal vorstellen, für ein DAX-CFD, habe ich gestern ausprobiert, zahle ich 613 Euro Margin bei WHS. WHS ist ein super Broker, ist aber angehalten von der Regulierung, das zu fordern. Jetzt, um einen DAX-Future zu handeln, müssen Sie 25 Mal diese Summe aufbringen. Und jetzt fragen Sie mal bitte Ihren Broker in den Staaten, wie viel Sie an Margin bezahlen. Da zahlen Sie im Schnitt 2.500. Nicht 15.000 Euro für ein CFD. Ja? Woher kommt ESMA? Sage ich Ihnen gleich. Ja? Das ist unglaublich. Das ist aber so. Man will gewinnen, man will die Verantwortung aber nicht übernehmen. Und das ist der Punkt. Ja, das ist das Schlimme. Und so sieht es konsistent in der Politik aus. Abschaffung der Risk-Taker im Markt. Risk-Taker sind die Jungs, so wie ich, die können Positionen, große Positionen managen. In meiner Bestzeit war ich für 20% des Tagesvolumens im DAX verantwortlich. Des alten Volumens. Das heißt, ca. 40.000, 45.000 Kontrakte gingen auf mein Konto als institutioneller Trader. Das heißt, ich konnte sehen, okay, der Markt ist überkauft, der Markt ist überverkauft, ich passe ihn an. Ich konnte aber Positionen, die ich gestern oder vorgestern drin hatte, konnte ich verteilen im Markt.
Das ist heute nicht mehr gegeben. Dadurch, dass die Risk-Taker nicht mehr im Markt sind, ist natürlich eins vorbei. Dass die Banken eventuell pleite gehen können. Wodurch sind die Banken pleite gegangen? Nicht durch den DAX Future. Die sind noch nicht durch den S&P kaputt gegangen. Die ganzen Banken sind kaputt gegangen, weil jeder Sparkassen-Depp ein Bloomberg-Terminal in seinem Büro hatte und dadurch Credit Default Options gehandelt hat. Ja, das sind diese Swaps, die man über auf Hypothekenanleihen beziehen kann. Ja, das haben die gemacht. Ja, und dadurch sind in Deutschland ein paar Banken kaputt gegangen. Ja, die möglichen Folgen durch die Abschaffung und die Schäden. In Deutschland ist es ja so, die deutsche Politik ist ja so, die sagt, wir schieben das erstmal. Wissen Sie, 2015, kann ich mich an einem Freitag erinnern, Freitag 16.40 Uhr, 16.45 Uhr, brach der Markt auf einmal fulminant runter. Man hat nichts gesehen. Ich schaute damals auf mein Reuters-Terminal, ich schaute auf mein Bloomberg-Terminal, nichts. Ich denke, woher kommt der Knall? Der Markt ist richtig abgesoffen, richtig. Und dann war eine ganz kleine Message drin von einer Politikerin aus dem Europarat, die sagte, wir wissen nicht, wie die Banken, wenn die ihre Anleihen ausgeben, den Coupon bedienen sollen. Das wissen wir nicht. Wie wollen die Banken die 5% bedienen? Das war der Punkt dafür. Stellen Sie sich mal vor, 5%. Ja. Trotz der ganzen Auflagen ist ein erfolgreiches Trading möglich. Man muss sich verändern. War für mich schwer, weil ich bin jemand, der gern mit dem Dampfhammer am Markt geht. Ja, ich knüppel da gerne drauf. Das ist mir egal. 10, 15, 20 DAX ist überhaupt kein Thema. Auch als privater Trader. Ja, aber man muss sich verändern. Es geschieht nichts, wenn man so stehen bleibt. Ja, wenn ich so stehen geblieben wäre wie vor 2015, würde ich heute nicht mehr hier stehen, weil dann könnte ich mir mein Leben nicht mehr finanzieren. Ja, ich habe einen sehr hohen Lebensstandard und ich muss halt sehen, dass ich Geld verdiene an den Märkten. Ja, und das ist der Punkt. Ja, und man muss sich verändern, egal was kommt. Ja, und für uns war das früher, die Timezone-Relation, No-Go. Weil der Markt, der war geprintet. Das heißt, die Position ging rein, ping, 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 ping. Und der Markt blieb immer wieder am Low oder am High stehen. Heute ist der Markt, geht er so. Ja? Und früher war der Markt geprintet. Und das hat den Markt kalkulierbar gemacht für uns. Ja? Früher waren Tagesgewinne ein Triple, also 100 Punkte, war normal. Das war ein normaler Alltag. März war man froh, jetzt dieses Jahr März, wenn man 20 Punkte am Tag hatte. Konsistent. Ohne Drawdown, ja. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon heftig, ja. Ja, das zum einen, fangen wir mal an bei Angie. Ich meine, sie kann ja nichts dafür, dass sie Bundeskanzlerin ist. Wir haben sie ja gewählt. Ja, das muss man ja sagen. Wir haben sie gewählt. Die alte Börsenweisheit zählt. Nur Frau Merkel ist eine US-SEDlerin. Von Marktwirtschaft? Keine Ahnung. Wenig. Sie hat halt Planwirtschaft im Kopf. Ja, da wird alles enteignet. Bums. Schauen Sie Commerzbank. Ja. Demzufolge werden die Banken durch die EZB reguliert. Das heißt, sie gibt es ab, um nicht im Fokus zu stehen. Sie steht zwar da und sagt, hey, ich habe die Banken gerettet, weil so eine Bank, wenn sie too big to fail ist, ja, wenn sie, die Politiker nennen das immer so schön, systemrelevant ist. Wissen Sie, mein Vater, das war ein Urgestein an der Börse, der hat, ich glaube, den ersten S&P-Future der Welt hat er gehandelt, als er gerade frisch rauskam. Ja, mein Vater hat immer gesagt, die Typen an der Börse ändern sich. Die Namen der Firmen an der Börse ändern sich. Eins bleibt immer das Gleiche. Das ist der Preis.
nichts anderes. Hier versucht jemand was zu kreieren, Frau Merkel, indem sie die Banken von der Börse nimmt. Die Banken dürfen handeln. Währungen dürfen die handeln. Die dürfen auch Staatsanleihen, müssen sogar Staatsanleihen nehmen, weil sie sind verpflichtet dazu. Ja? Aber alles andere dürfen sie nicht. Oder sie fügen das in die Bilanz ein. Crane hat es seinerzeit gesagt, lohnt sich der Handel für uns nicht mehr. Für eine deutsche Bank lohnt sich das nicht mehr. Die haben Konditionen, da träumt jeder von. Ja? Das lohnt sich nicht mehr. Da müssen Sie sich mal vorstellen, wie hoch die Auflagen sind. Kann man sich gar nicht. Ja. Und der Punkt ist der, dadurch haben wir eine Abnahme, eine komplette Abnahme im Momentum. Das heißt, die Bewegungsdynamiken, die kommen mit einer Latenz rein, mit einer Verzögerung rein. Diese Verzögerung hat nicht zur Folge, dass das Risiko geringer wird. Nein, nein, im Gegenteil, das Risiko wird größer. Ja. Und das macht den Markt so schwer kalkulierbar. Ja. Was passiert denn, wenn die Türkei zusammenfällt? Wissen Sie, was die deutschen Politiker dann sagen? Konnten wir nicht sehen. Natürlich kann man sowas sehen. 20 Milliarden sind 20 Milliarden, das ist eine Zahl. Das kann man sehen. Man kann auch sehen, wenn die Deutschen fallen in der Türkei, dann fällt auch Frankreich. Und dann haben wir einen Flächenbrand. Man kann auch sehen, dass man 5% Anleihe nicht finanzieren kann. Gucken Sie mal Ihre Lebensversicherung an, wenn Sie nicht schon ein Schreiben gekriegt haben. Ja. Die schreiben Sie an, hören Sie mal, die angegebenen Prozente, die wir Ihnen damals versprochen haben, die können wir nicht mehr erreichen. Warum ist das denn so? Weil Herr Draghi die Zinsen runternimmt und unten lässt. Das heißt, wir haben eine Bereicherung des Staates auf Kosten des Steuerzahlers. Ja, der Steuerzahler wird komplett entmündigt. Das ist ein Punkt. Und die Banken können es nicht. Natürlich könnten sie. Sie leihen sich Geld bei der EZB und investieren das in China. Investieren das in der Türkei. Aber auch da gibt es staatliche Regulierungen. Hey, ich leihe mir Nullzinsen bei der EZB und investiere die in der Türkei, 17%. Bums. Geil. Ist geil. Sofort 17% in der Tasche haben wir früher. Das sind, das nannte man früher, ich komme jetzt nicht drauf, in den Währungen, da hat man das öfters im Yen gemacht. Deshalb ist der Yen so eine Crash-Währung. Yen hat gestern einen Doppelbottom ausgebildet, deshalb sind wir gestern ein bisschen nach oben gelaufen. Obwohl der Ausverkauf vorgestern da war. Aber nochmal, der Yen hält sich. Solange der Yen sich hält und das Lira die Socken stillhält, kann eigentlich im Moment nichts passieren. Ja? Aber sobald der Yen wegbricht oder das Lira wegbricht, dann wird es Feuer geben. Ja, und dann stellt sich die Frage, wer soll dieses Feuer aufhalten? Es gibt dann keinen mehr. Es gibt keinen Risk-Taker, der das aufnehmen kann. Gibt es nicht. Und dann fallen wir. Und zwar unbegrenzt. Und dann muss man gucken. Ja? Diese Bewegungen, die reinkommen, wir haben jetzt zunehmenden Abverkauf. Zunehmend. Nicht stark, aber wachsend. Wenn der erste Schub kommt, dann liegen wir 300 Punkte, 400 Punkte tiefer. Richtig, in einem Rutsch. Das heißt, wenn wir ein Null-Order-Buch sehen, dann fällt der Markt wie ein Stein. Und dann ist nichts mehr. Und dann lecken sich alle die Wunden. Ja. Ja, was hat die Bankenregulierung für uns Trader zu tun? Vieles, wenn nicht sogar alles. Die Banken waren früher, wenn ich mich an die deutsche Bank, das waren die Könige der Märkte. Ja, was die konnten, ja, das waren die Besten. Da kam nicht mal Goldman Sachs dran. Wirklich nicht. Da kam nicht mal Citadel, gar nicht. Ja. Für uns ist es wichtig, dass der Handel von Banken, von den großen Marken, von den Prop-Tradern, die nennt man Proprietary Trader, begleitet wird. Das gibt Sicherheit, ja, ist aber nicht mehr. Das heißt, wir haben innerhalb dieser Bereiche, haben wir die Punkte, wo der Markt runterbricht, hoch. Sie müssen sich mal im 1-Minuten-Chart den DAX angucken, wenn er im Fall ist oder am Top, wenn er hochgeht. Die Korrekturen, die sind immer 10 Punkte groß. Wenn Sie jetzt eine normale Swing-Korrektur sehen, werden Sie sehen, dass die Korrekturen 40 Punkte groß sind. Konsistent 40 Punkte.
Das ist ein Witz, ist das. Kann keiner handeln. Ja. Man muss sich da durchkämpfen. Ja. Das Schlimme dabei ist, unsere Politik droht sogar mit drakonischen Strafen. Ja, das ist das Schlimme dabei. Und das heißt, wir kommen da nicht raus. Solange sich da nichts ändert, kommen wir da nicht raus. Ja. Oh, kleinen Moment. Ja, passiert schon mal live, ja. Da ist es, ja. Oder? Da ist es. Ja. Ja. Politisch gesehen lief alles in Deutschland und Europa wunderbar. Wissen Sie, ich glaube, die sind alle aus dem Bett gefallen, als sie am Tag nach der Wahl von Donald gesehen haben, dass der an die Macht kommt. Da sind die alle aus dem Bett gefallen. Ja. Weil Donald Trump, für mich ist das eine Pappfigur. Ja. Er macht aber das Richtige. Hier, Dodd-Frank Act. Und die Volcker Rule hat den amerikanischen Banken verboten zu handeln. So, sofort entschärft. Hat zwar 6-8 Monate gedauert, aber er hat es entschärft. Somit ist Europa in Zugzwang. Ja? Nur wir dürfen nicht. Das heißt, die Amerikaner haben einen ganz klaren Vorteil uns gegenüber. Wettbewerbsvorteil null. Ja, das ist schlimm, weil unsere Banken, die würden ja gerne. Warum? Die können sich nur darüber refinanzieren. Ja, gucken Sie mal eine deutsche Bank früher. Die hat es immer geschafft, ihre Ergebnisse zu erzielen. Immer. Gucken Sie mal, die steht jetzt bei 10 Euro. Ja. Das ist ein Witz. Ja. War alles in der Vergangenheit ein einfaches, durch den Börsenhandel den Geschäftserfolg zu sichern für die Banken? Ja. Ja. Heute unmöglich. Das war anders zur Zeit, als die Künstler der Märkte, die Trader der Deutschen Bank den Markt dominierten. Ja. Gibt es auch einen, der in dieser Szene hier ist, ja, der war früher dort. Ich habe auch einige Schüler, die da handeln. Ja, das ist okay. Heute spielen die Tischfußball, ja, anstatt zu handeln. Ja. Ich sage immer wieder, der Staat reguliert nur um eins. Nicht um ihre Stimme zu bekommen, echt nicht. Die brauchen nur, ich glaube, 4 Jahre, um ihre Rente durchzukriegen. Sie müssen 30 Jahre arbeiten. Ja. Man sollte sich mal die Frage stellen, ja, nur um das Wort, das Gesicht zu wahren, den Staat gerettet zu haben vor den Banken, sollte man sich diese Frage stellen, ja, wie viel Gelder in diese Asylantenpolitik reinlaufen, die wir nicht zurückkriegen. Ja. Gucken Sie mal, wir haben 84 Milliarden letztes Jahr ausgegeben für Asylanten. Wenn ich, meine Kinder, die gehen auf eine Privatschule. Ja, das heißt, wir finanzieren alles selber. Wenn ich dann von Bekannten höre, dass die Reinigungskräfte in ihrer Schule, in der öffentlichen Schule, nur einmal die Woche kommen, dass sie selber die Toiletten reinigen müssen, dass sie ihren Klassenzimmer selber ausräumen und so weiter und so fort. Ja, dass Rentner noch Flaschen sammeln müssen. Ja, die haben ehemalig hier gearbeitet. Die gehen zugrunde, ja, weil wir woanders investieren. Man sollte das Geld in die Wirtschaft hier reinbringen, in unsere Jugend, damit sie und ich mal eine Rente kriegen. Das ist wichtig. Ja. Das ist absolut wichtig. Nichts anderes. Für uns Trader sind die Bewegungen nicht mehr ausgewogen. Am Markt tot. Wirklich, wenn Sie nach dem alten Prinzip arbeiten, gucken Sie mal, die ganzen Hugh Chandry, ein riesiger Hedgefonds aus London, der hatte im letzten Jahr immer eine Rendite von 10-15%. Juni, Juli, August 15% minus, weg. Sofort. Sofort. Aufgehört. 10 Jahre lang Job und dann aufgehört. Unverständlich für mich. Gerade als Hedgefondsmanager, wo man alle Märkte zur Verfügung hat. Ja, wir haben den DAX. Ja, wir haben den S&P, wir haben den YM. Aber als Hedgefondsmanager hat man Zugang zu jedem Markt. Anleihen. Ja. Muss nicht mal Optionen handeln, aber man hat den Zugang dazu. Ja. Fertig. Ja. Aber da nach drei Monaten sofort aufzugeben, das ist für mich nicht zu verstehen. Die Korrekturen sind so stark geworden, dass die Stopgrößen, die wir haben,
aus meiner Zeit früher nicht mehr tragen können. Ja. Wir haben Tickbewegungen im Markt, die sind 15, 20 Punkte. Der Tick-Chart, der 35 Tick, das ist ein Aktivitätschart. Tick bei Tick bei Tick bei Tick. Ja, der sieht fast genauso aus wie ein 1-Minuten-Chart. Dann brauche ich den Tick nicht mehr zu handeln. Ich habe den Tick-Chart früher genutzt, um mein Risiko zu reduzieren. Ja, nichts anderes. Ja. Die Volatilität sinkt. Ja. Dies hat zur Folge, dass die Bewegungen künstlich aussehen. Man fühlt sie nicht mehr. Man hat das Gefühl, dass Elliott Waver dran sind. Ja. Elliott Waver sind von ihrer Aussagekraft sehr aggressiv. Ja. Elliott Waver, wir handeln auch Elliott Wave, aber nur die Quintessenz daraus. Ja. Neues Hoch, höheres Tief, neues Hoch, höheres Tief, neues Hoch, höheres Tief. Oder tieferes Tief, tieferes Hoch. Das sind der Punkt. Ja, nichts anderes. Ja. Aber sie laufen nicht mehr nach Angst und Gier. Und das hat zur Folge, dass die meisten länger leben, als es ihnen gut tut, an den Märkten. Das ist so. Viele Trader leben an den Märkten, weil die Märkte nicht so laufen. Es ist wirklich so. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Hier, das Topmodell. Hier, das war die Lehman-Krise, die Auswirkungen der Lehman-Krise von der Deutschen Bank. Ja. Und das ist hier. Ab 2015, ab hier geht es richtig bergab. Ja, das ist die Deutsche Bank. Und jetzt haben wir den Schrottmodell, der Gegenpart dazu. Eine Bank ohne Höhen und Tiefen. Das ist das, was der Staat möchte. Ja, Kontrolle. Nichts anderes. Das ist das, was der Staat will. Ja, nichts anderes. Kontrolle und nichts anderes. Das ist die Commerzbank, ja. Ja, das ist die Vermutung, die wir haben, die ich habe. Seit 2015 haben wir unterschiedliche Regulierungen am Markt gesehen, MiFID I, MiFID II, Volcker Rule, Dodd-Frank Act und so weiter. ESMA. ESMA ist der letzte Krüppel. Ja, genauso wie die neue Datenschutzgrundversorgung. Ich habe, seitdem die am Laufen ist, habe ich mehr Spam im Briefkasten als alles andere. Ja, das ist unglaublich, ja. Aber wieder so ein europäischer Typ, der meinte, er müsste was sagen, ja, hat da was rausgehauen. Hat auch jede Menge Arbeit gekostet, ja. Und in Wirklichkeit bringt er nichts. Gehen Sie mal zum Rechtsanwalt. Sagen Sie, hey, ich kriege von dem und dem immer noch Post, obwohl ich gar nicht zugestimmt habe. Da sagt Ihnen der Rechtsanwalt, verwundt. Das neue Gesetz sagt doch, man kann bis zu 50-fache vom Jahresumsatz. Ja, und? Ehrlich, können Sie mir glauben. Ja. Man sollte den Regulierern mal die Frage stellen, was passiert, wenn die Märkte zusammenbrechen? Das ist die Frage, die stelle ich mir schon Urzeiten. Was passiert? Dann finden wir keinen Boden. 2001, wer hat den 11. September von Ihnen mitgemacht? Keiner. Oh, okay. Ja. Da hat es extrem lange gedauert, bis der Boden gefunden wurde. Lehman, wer hat Lehman mitgemacht? Ja. Wer hat den Euro, wer hat den Flashcrash von Ihnen mitgemacht? Ja. Das sind Punkte, da wurde ein Boden gefunden. Im Flashcrash war der einzige Zusammenbruch, der nicht getragen wurde von Long-Term-Trader. Der wurde nur durch Short-Term-Trader getragen. Das ist der einzige Punkt, weil die Long-Terms gar nicht drin waren. Das heißt, die waren drin, die haben nur geguckt, dass sie ihre Stops da drin lassen. Das ist so, ja. Deshalb war der Handel auch dementsprechend schwer. Aber genau so wird es laufen. Ja? Ein Risk-Taker kann mit seinem Volumen, das er managen könnte, ja, solche Bewegungen aufhalten, stoppen. Ja, kann. Wir haben diese Jungs aber nicht mehr. Die finden Sie überall in den Zeitungen. Ja, Schweiz, UBS, alle haben sie die rausgesetzt. Wirklich. Gucken Sie Credit Suisse. Alle weg. Credit Suisse hat sich dann verspekuliert im Wohler-Zertifikat. Die haben gesagt, okay, wir nehmen da Wohler-Zertifikat. Und dann gab es im Februar oder was, gab es den Zusammenbruch. Das ist Credit Suisse, ja. Ja, aber nichts anderes. Ja. Nur Sie können das mit Sicherheit nicht so handeln wie die im großen Stil. Ja. Ja. Darüber macht sich keiner Gedanken, solange die Diäten der Politiker gezahlt werden. Oder hat sich einer der Herren mal damit beschäftigt, wie die Coupons von Staatsanleihen bedient werden? Nein. Die müssen erhandelt werden. Und wenn Sie 5% erhandeln wollen aufs Jahr, dann müssen Sie ordentlich Gas geben, in der Größenordnung.
Ja, das sind 30 Punkte im DAX. Das ist für die, wie also wenn sie Heißhunger haben, das ist für sie ein Stück Sushi. Ja. Das ist nichts. Ja. 2015 hat schon Europaabgeordnete festgestellt, dass sie nicht wüsste, wie man dem Herr werden sollte. Oh, ja, das ist, die Politik denkt nur, soweit sie sehen kann. Ja. Was passiert, wenn eine Türkei wegbricht? Okay, es wird beschwichtigt. Das ist der Punkt. Es wird beschwichtigt. Ja. Und irgendwann, wenn es nicht mehr geht, das war nicht vorhersehbar. Ist ja wie an den Märkten. Die Bewegungen sind nicht vorhersagbar. Sagt Ihnen jeder Depp, der nächste Preis ist nicht vorhersagbar. Gucken Sie mal ins Orderbuch. Sieht man. Man sieht die Bewegung. Hier in Deutschland ist es gang und gäbe, der Einstieg ist uninteressant. Natürlich ist der Einstieg wichtig. Gehen Sie mal zu Ihrem Kaufmann. Gehen Sie mal nach Edeka. Pfund Mehl. Wo liegt Ihr Gewinn? Im Einkauf. Nichts anderes. Ja. Politische Inkompetenz führt zu einem Vertrauensverlust an den Märkten. Wie wir sehen konnten, seit 2015 hat sich das Volumen in unserem Leitindex halbiert. Ich habe die Deutsche Börse bei der letzten WOT gefragt, hey, was macht ihr eigentlich dagegen, gegen den DAX-Verlust, Volumenverlust? Da sagte mir der Typ von der Deutschen Börse doch allen Ernstes, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich so, meine Tochter, die stand daneben, meine Tochter fängt demnächst die Ausbildung bei mir an. Papa, der hat dich gar nicht verstanden. Doch, doch, der hat mich schon verstanden, der will mir nur keine Auskunft geben. Und sie fing auf einmal an, das Volumen im Optionshandel ist doch fantastisch. Ja, die Optionen, die laufen ja über die Kasse, nicht über den Future. Die werden zwar an der Eurex gehandelt, aber die werden geswappt über die Kasse, nicht über den Future. Ja, dass wir 50%, können Sie hier sehen, ja, Klammern, hier, da ist es. Das ist der letzte, mit freundlicher Genehmigung der Eurex, ja. 1,7 Millionen Future-Kontrakte im DAX. Und das war 2012, da hatten wir genau das Doppelte, etwas mehr sogar, ja, fast, naja, nicht ganz. Etwas, 3 Millionen hier, ja. Sie müssen sich mal vorstellen, 1,3 Millionen Kontrakte im Monat. Das sind 65.000 Kontrakte am Tag. Pi mal Daumen. Ich sage mal nur 20 Tage. Ja. 65.000 Kontrakte, die weniger, die nicht da sind, die tot sind. Das ist Liquidität, das ist Füllmenge, die zwischen Gewinn und Verlust entscheidend sein können. Das heißt, der Druck, wenn ich mein Auto anmache, ja, dann ist Druck da drin. Wenn ich Gas mache, wenn ich Vollgas mache, ist so viel Druck auf der Straße, der geht, ich glaube, laut Papieren geht er auf 330. Aber ich hatte ihn schon Richtung Holland bei 346 gehabt. Da ist Gas drin. Und das war der DAX auch. Der DAX war das Rennpferd. Es gab nur einen Markt, der schlimmer war wie den DAX, und das war der Russell 2000. Da habe ich mich nicht dran getraut. Ja. Aber, gucken Sie mal hier, das ist die Zinskurve in Europa. Ja? Ich sagte in meinem Russell, das sind nur Koksköpfe, weil man kann nur, diesen Markt kann man nur bekifft oder zugedröhnt handeln. Ja? Das ist so, ja. Aber ich sage nochmal, man muss sich immer Gedanken machen, wer hält die Zinsen unten? Draghi. Wer kauft die Staatsanleihen von Griechenland, von Spanien, von Italien? Draghi. Wo kommt Draghi denn her? Von Goldman Sachs. Wer hat Griechenland in die EU geführt? Goldman Sachs. Wer hätte den größten Fallout gehabt? Goldman Sachs. Wer zahlt Gehalt von Draghi? Wir. Und natürlich, insgeheim, nette Bonis von Goldman Sachs. Mit Sicherheit kann man nicht hundertprozentig sagen, aber es ist der Punkt, ja. Und ich sage, die deutschen Politiker, die hoffen, weil Draghi ist ja nächstes Jahr weg. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Die hoffen nicht, dass ein Weidmann kommt, weil ein Weidmann steht für eine expansive Zinspolitik. Das heißt, wir steigen in den Zinsen. Und dann hätte unser Wirtschaftsminister nämlich ein großes Problem, weil er müsste dann arbeiten. Er würde sich nicht an dem Steuerzahler bereichern, wegen der Nullzinspolitik.
ja, so wie es jetzt vor kurzem passiert ist, ja, er müsste dafür arbeiten, ja. So, so sieht's aus, ja. Gucken Sie mal hier. Dynamische Bewegungen, Tod. Das ist der Tod in den Märkten. Ja, man kann natürlich sagen, oh, funktioniert der Markt nicht, schlechte Strategie. Echt? Schlechte Strategie? Gucken Sie mal in den Abläufen der Hedgefonds. Die können nicht alle so schlecht sein. Die haben alle ein Problem mit abfließendem Volumen. Alle. Ja, natürlich. Dark Pool. Klar. Dark Pool Trading geht immer. Hat Deutsche Bank, hat Goldman Sachs, hat Morgan Stanley. Haben die alle. Die bieten ihnen noch alles an. Das OTC. Und dann gehen Sie mal ran. Ne? Viel Spaß. Ja. Das ist ein Ding, ehrlich. Ja. Die deutsche Börse macht nichts dagegen, obwohl der DAX das Hauptpferd war. Ja. Nicht umsonst steht er jeden Abend um 19.55 Uhr am 1. in der Tafel. Ja. Ja. ESMA, oh, wieder so ein Ding, wo ich sage, genauso wie die DSGVO, unnütz. Die ESMA ist entstanden durch den Crash im Schweizer Franken. Als die Schweizer Nationalbank gesagt hat, wir heben die Abmessung an den Euro auf. Da ist der Markt nämlich auf einmal weggebrochen. Bums. Die ganze Zeit war das ein Ding. Ich weiß nicht mehr, wo die Marke war. Ich glaube 1,18 oder sowas. Ja. Haben die gekauft? Bums, raus. Gekauft? Bums, raus. Gekauft? Bums, raus. Ich muss als Trader aber wissen, dieses Ding geht nicht unbegrenzt. Und dann auf einmal hat die Schweizer Nationalbank gesagt, wir heben es auf. Und dann ist der Markt runtergebrochen. Bums. Abzockerische Broker haben den ersten Fill eine Minute später, also 30, 40 Cent später abgegeben. Ja. Ja, und die Trader haben dann geschrien. Nur, ich muss immer wissen, wenn ich aufs Maul falle, muss ich mich nicht beschweren. Muss ich mich nicht beschweren. Wenn ich mit dem Fahrrad auf die Nase falle, ich fahre Fahrrad, ich gehe viel schwimmen, Fahrrad fahren, laufen, Triathlon, ja. Wenn ich merke, hey, du maulst, du kannst gar nicht mehr abwarten, du kannst es gar nicht mehr auffangen, dein Hinfallen, dann suche ich mir eine weiche Stelle. Versuche noch meine Geschwindigkeit zu reduzieren, indem ich nicht mehr trampel, sondern mache mich darauf bereit, dass ich maule. Ja, fertig, aus, nichts anderes. Im Trading bin ich immer dabei und kontrolliere mein Risiko. Das haben diese Leute nicht gemacht. Die meisten nicht. Die meisten nicht. Die kontrollieren ihr Risiko nicht. Trading, das ist das Erste, was ich in meinem Trainee als Trader gelernt habe. Ist die Kontrolle des Risikos. Nicht mal eben, ich gehe mal eben. Mal eben gehe ich zur Toilette. Mal eben gehe ich mir ein Brötchen holen. Mal eben gehe ich zum Friseur. Mal eben steige ich ins Auto. Aber nur mal eben ins Auto steigen, nicht fahren. Weil so ein Auto kann ja auch eine Waffe sein. Ja. Mein Auto ist eine Waffe, mit Sicherheit. Ja. Aber ist eine Waffe. Im Trading ist das nicht so. Wir gehen mal eben. Ich habe mal einen Schüler gehabt, Markus. Der hatte unter meinen anderen Schülern hatte der den Nicknamen Trauma Markus. Der hat es geschafft, in einem normalen Tag 4000 Roundturns reinzukriegen. Und dann schrieb er mir voller Stolz, Herr Soth, ich habe jetzt den Handel beendet, ich habe 100 Punkte Gewinn gemacht, die will ich nicht mehr riskieren. Ist so schön, finde ich ja niedlich. Ich so, meine Frage, wie dick ist denn Ihr Finger? Ich so, der muss ja stärker sein, als wenn Sie einen Muskelworkout machen, ja. Ich so, hören Sie mal auf damit. Ich so, Sie machen Ihren Broker nur reich. Ja, unglaublich. Aber das ist Managen des Risikos, ja. Das ist schlimm, ja. Aber ich sage immer wieder, wenn ich es auf die Nase kriege, sind einige sogar zum Gericht gegangen. Mit der Saxo Bank, ganz, ganz extrem. Ehrlich, war ein extremes Beispiel, sage ich auch, ja. Aber gehe ich im DAX und krieg's da auf die Nase, dann bin ich eigenverantwortlich dafür. Kein anderer, kann ich nicht, ja. Und dadurch ist ESMA zustande gekommen und dadurch werden auch viele Broker weggehen, ja. Viele Broker, ja.
Das ist schlimm, denn sie zahlen heute, ich habe es gestern noch gesehen, bei WAS 613 Euro für einen CFD. Und da kommt ja die Aufforderung, Sie können das auch reduzieren, indem Sie sagen, Sie sind Großanleger. Könnte ich? Natürlich. Aber die Informationen werden ja weitergegeben an das Finanzamt. Und dann wissen die, wie viel Geld ich am Konto habe. Ja, hier. Ja, nee, danke. Also das ist, nee. Ja, das sind aber so Punkte, wo der Markt weggeht. Und nochmal, das ist privat. CFD ist privat. Da werden mit Sicherheit keine großen Trader drin sein, keine großen Firmen. Also ich glaube nicht, dass sie sich darüber hedgen würden. Ja, weiß ich nicht, habe ich zu wenig Ahnung von. Ja, aber aus meiner Sicht ist das der Punkt, da wird sukzessive was abgeknappt, um den Druck an den Märkten rauszuhalten, der zwangsläufig reinkommen wird. Ja. Die Abschaffung der Risk-Taker. Risk-Taker sind Trader, die in schnellen Marktphasen mit großen Positionen jonglieren können. Das sind wirklich Magier der Märkte. Ja. Jack Swagger war kein Magier der Märkte, war nicht mal ein guter Trader. Ja. Aber das Buch, das erste, ist gut. Ja. Diese Marktteilnehmer hatten den Auftrag, Bewegungen im Markt zu kontrollieren. Kalkulierte Bewegungen. Ja. Gucken Sie mal, keiner sagt, der nächste Kurs ist vorhersagbar. Woher kommt denn der Trend? Woher kommt ein Aufwärtstrend? Woher kommt ein Abwärtstrend? Woher kommt ein Bollinger-Play? Woher kommt eine überverkaufte Situation am Moving Average? Woher? Woher kommt eine Schieflage im Orderbuch? Woran erkennt man Referenzorders im Orderbuch? Das sind alles so die Punkte. Natürlich sind Bewegungen vorhersagbar, zwar nur im kurzen Bereich, für eine kurze Zeit, aber sie geben mir den Einstiegspunkt. Wenn ich heute im Kassafake drin bin, weiß ich, wenn ich im richtigen Fake bin, geht das Ding sofort 10 Punkte hoch. Sofort. Ja, und das ist der Punkt. Ich bin sofort aus dem Risiko draußen. Das heißt, durch die Reduktion im Markt habe ich ein erträgliches Ergebnis, ein kalkulierbares Ergebnis. Ja, nichts anderes. Diese Marktteilnehmer hatten den Auftrag, Bewegungen im Markt zu kontrollieren, die nicht kalkulierbar sind. Nicht kalkulierbar. Ja, 11. September. Da war ich noch kein institutioneller Trader, aber ich habe mit vielen Bekannten gesprochen, die sagen, wir haben einfach reingelegt. 4.800, 3.200. Da hatten die ihre Marken drin. 2.800, 2.500, 2.200. Und dann ging es ja noch bis 2.187 oder so, Pi mal Daumen, ja. Und seitdem haben wir diesen Markt nie wieder in der Tiefe gesehen. Nie wieder. Ja. Das macht einen Markt aber kalkulierbar. Nochmal, ich möchte sagen, diese Jungs, die wussten, was passiert. Wenn sie manchmal so die Berichte gelesen haben von berühmten Leuten mit viel Kaufpotenzial, die bei Banken beschäftigt waren, die haben ihnen den Kurs vorher schon gesagt. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich frisch aus Staaten kam, jeden Mittwoch um 14 Uhr fuhr die Allianz im DAX ihre Hedge. Jeden Mittwoch, jeden gottverdammten Mittwoch. Und ich konnte mich wunderbar an die Allianz heften. Wirklich, ich habe gesehen, 200, 200, 200, 500, Bums, Eintritt. Hey, danke, Short im Markt. Ich wusste, wenn die Allianz sich hedgt, sind es 100, 150 Punkte. Bang! 200, 200, 200, 500. Einstieg. Für mich der Einstiegspunkt. Bang. Jeden Tag, jeden Mittwoch, viermal im Monat. Jeden Mittwoch, manchmal so fünf. Ja, konnte man die Uhr nachstellen, mittwochs 14 Uhr. Besseres gab es gar nicht. Ja, Besseres gab es gar nicht. Aber die Allianz, heute weniger. Im Markt, ja, gar nichts mehr, außer im Anleihemarkt sind die stark. Ja. Die Abschaffung der Risk-Taker hat vielen Proprietary-Tradern, das sind die Prop-Trader, die mit fremdem Geld handeln, das Genick gebrochen. Viele. Wir haben hier in Deutschland so gut wie keine Firma mehr. Ehrlich, wir hatten mal in Bad Wildungen hatten wir mal eine, ich glaube, die sind auch weg. Ja. In Frankfurt hatten wir einige Local-Firmen, auch weg, alle weg. Ja. Warum? Weil der Markt nichts mehr gibt. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Und das sind die Ursprünge. Die sind dann alle übergegangen in den Kryptomarkt. Wer handelt von ihnen Bitcoin? Ja. Bitcoin ist sehr, sehr schön. Ja. Aber nicht über Future-Börsen. Wenn sie bei BitMEX oder Bitfinex, ich weiß nicht, worüber handeln sie die? Ethereum, ja, okay. Ja. Sie müssen da nicht tauschen.
Ja. Wenn Sie über BitMEX oder Bitfinex arbeiten, dann müssen Sie tauschen, Euros in Dollar oder in Bitcoins selber. Ja, BitMEX, größter Crap. Ja. Größter Crap. Ich bin auch übergegangen und ich habe in Ripple habe ich einen guten Dollar rausgeholt, aber long term, ja, einen guten Dollar. Ja, von 1,49 runter auf die 48 Cent. Aber das Geld wieder zurückzukriegen, ja, ach, hören Sie auf. Ja, aber da sind viele hingegangen. Aber seit Dezember oder wann geht das auch nicht mehr. Und jetzt verrecken die alle. Ja, das ist der Punkt. Ja. Das bedeutet, wenn Unruhen im Markt sind oder waren, die haben alles geschluckt, was sie schlucken konnten. Und sie konnten sagen, Jérôme Kerviel, kennt den jemand von Ihnen? Das war der Rogue Trader von der Société Générale. 200 Punkte Down Gap, 500 Punkte tiefer. Booms. 600.000 Kontrakte im DAX. Ich saß abends so auf der Treppe. Ich hatte mein Büro oben in der Maisonette. Meine Frau so, was ist denn mit dir los? Morgen gibt's keinen DAX mehr. Das war ein Tag unglaublich. Unglaublich. Ein-Minuten-Chart, Short-Setup, Booms. Am nächsten Opening gingen 300 DAX-Future Market rein und da hat keiner was gegen gemacht. Wissen Sie, was das für eine Buying Power ist? Oder Selling Power? 300 Punkte, 300 Kontrakte auf ein und das Ding fiel. Wie an der Leine gezogen. Unglaublich. Heute, wenn Sie heute 300 Stück Market ins Orderbuch legen, sage ich Ihnen locker, stehen wir sofort 10, 15, 20 Punkte tiefer. Sofort. Sofort. Ganz ehrlich, in meiner Zeit als institutioneller Trader hatte ich die Möglichkeit, bis zu 10.000 Kontrakte an einem Stück zu handeln. Wissen Sie, was das heißt, wenn ich 10.000 Stück auf dem Markt losgelassen hätte? Jetzt in der Zeit, wir haben manchmal bis 10 Uhr keine 10.000 Kontrakte. Wissen Sie, wo der Markt zum Stehen kommen würde? Bei 8. Bei 8. Warum? Weil ich die ganzen Stops mitnehmen würde. Und dadurch würde noch mehr Verkaufsdruck entstehen. Das ist denen aber keiner bewusst. Das wollen die nicht. Und das ist der Punkt. Den einzigen Händler, den wir haben auf der anderen Seite, ist die EZB. Das ist ein Bild von früher. Gucken Sie mal hier. Das ist ein 1-Minuten-Chart. Gucken Sie mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. 1, 2, 3, 4 Candles. Und das ist ein 85-Tick-Chart. Das ist der zweitschnellste Chart, den wir haben. Neben Orderbuch hier. Das ist das Orderbuch, ja. Ein 1-Minuten-Candle sollte 5 85-Tick-Candles beinhalten, damit der Markt flüssig, nahezu risikolos vonstatten geht. Ja, das sind 4 Candles, ja, 20 Candles drin. Absolut. Und Sie haben hier die Einstiege, sehen Sie? Da Einstieg, Einstieg. Ja. Wenn Sie das noch kombinieren mit einem kleineren Tick, 35 Tick, haben Sie in dieser Bewegung von der 9.310 runter bis zu 9.250, haben Sie 3, 4 Trades drin, die 10,5 Punkte bringen. Das ist für die meisten natürlich, was will ich denn mit 10,5 Punkte? Was will ich denn mit 10,5 Punkte? Denkfehler. Denkfehler für die meisten. Warum? Ganz einfach. 10,5 Punkte im FDAX sind 262,50 Euro. 10,5 Punkte, gucken Sie mal, das ist eine Bewegungsdynamik von einer Minute. In einer Minute machen Sie 1.000 Euro. Wie ist Ihr Stundenlohn gewesen, als Sie noch normal gearbeitet haben? Ja, das vergessen die meisten. Das vergessen die meisten. Ja, ich kann mich daran erinnern, als der Opa von meinen Kindern noch gelebt hat, ja. Der saß dann bei mir vorm Desk. Erstmal wusste der gar nicht, wo der hingucken sollte, weil so viele Monitore drin sind, ja. Und dann hat er nur auf die rote oder grüne Zahl geachtet. Und dann hat er gesagt, du, ist das jetzt dein Gewinn? Nee, das ist der Gewinn der Firma. Das konnte der nicht fassen, das konnte der nicht vorstellen, wie viel Geld man über einen Computer gemacht hat, ja.
und das ist der Punkt, das ist für viele Trader ist das ein Punkt, die kippen weg, wenn die sehen, hey, ich habe 262, 500 Euro innerhalb von 5 Minuten. Heute 5 Minuten ist das schön. Früher war das Peanuts. Peanuts. Ich sage immer wieder, mein bester Tag im DAX, das war im Oktober, November 2015. Das war 1800 Punkte pro Kontrakt. Pro Kontrakt. Ja, gut, in der Dynamik, die der Markt hat, kriegt man keine 100 Kontrakte rein. Ja, aber mit 2, 3, 4 Kontrakten war es trotzdem eine nette, ansehnliche Summe. Ja, heute nichts mehr. Ja. Mögliche Schäden, Abnahme der Risikobereitschaft. Das ist so, wenn Sie von Ihrem Vorgesetzten immer wieder eins auf die Nase kriegen, machen Sie nichts mehr. Dann sagen Sie, bevor der Alte mir nochmal einen auf die Finger pitcht, ja, mache ich gar nichts. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja, so ist es am Markt auch. Ja, Verlust der Kontrolle über das Underlying durch die Regulierung. Wir haben keine Kontrolle mehr im DAX. Haben wir nicht mehr. Das geht gar nicht. Im S&P, ja, im YM, ja. YM ist der Dow 30. Ich weiß nicht, wer von Ihnen handelt Future, wer handelt CFDs. YM ist das Derivat auf den Dow Jones. Ja. Nasdaq, das geht alles noch, das ist okay. Ja. Liquiditätsentzug durch die Marktteilnehmer im DAX 50%. Warten Sie mal, ich wollte mal was gucken, Clement. Ich weiß nicht. 16.30 Uhr, obwohl der Markt trotzdem da sehr stark gefallen ist, ja, haben wir um 16.30 Uhr 60.000 Kontrakte. Das war früher ein gutes Volumen um 12 Uhr. Ja, man muss sich die Frage stellen, mit so einem Volumen kann ich nur da arbeiten. Und das war freitags. Stellen Sie mal vor, die ganze Woche nichts gemacht und Freitag kommt so eine Bewegung rein. Dann stehen Sie da und sagen, nö, du, dann versorge ich mir doch die Woche nicht. Im Chat, ich habe meinen eigenen Chat, da habe ich die reingetreten. Ich so, geht short, geht short, geht short. Ich traue mich nicht. Gehen Sie short. Ich traue mich nicht. Warum nicht? Ist doch nur ein Klick. Ich traue mich nicht. Ja, ist so. Es ist so, ja. Und das ist der Punkt, ja. Die Psychologie. Geben Sie mal ein Psychologie-Seminar. Lachen die sich alle kaputt. Geht keiner ran. Sitzen die vor dem Screen, brechen die alle zusammen. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so, ja. Die größere Range ist auch Nachteil. Die ist nicht kalkulierbar, diese Range, weil es sind luftleere Räume. Haben Sie mal geguckt, wie viele Gaps wir in der Eröffnung haben im 1-Minuten-Chart? Müssen wir mal gucken. Wir haben teilweise Gaps von 2 Punkten im Haupthandel. Das sind 50 Euro. Wäre früher nicht zustande gekommen. Ja. Verlust der Vormachtstellung im einheimischen Underlying ist im Moment nicht da, weil die Amis mittags nicht da sind. Die Amis fehlen mittags. Wir hatten früher 4.500 Kontrakte pro 5-Minuten-Candle. Die Amis sind gar nicht mehr da. Warum? Aufgrund der Zinsen. Ja, vollkommen uninteressant. Zerstörung der Aktienkultur in Deutschland. Entschuldigung, wenn ich lache, aber die hat es nie gegeben. Wir haben ja so einen Aktienclub in Deutschland, der sagt, die Aktienkultur. Oh, ja, das ist so, als wenn man sich über das Eierlegebahn der Hühner unterhält. Ja, können Sie auch irgendwo hinsetzen, in Brüssel noch ein Dings machen. Ja, trotz der ganzen Auflagen ist ein erfolgreiches Trading möglich. Absolut. Ich hatte schwer zu kämpfen mit diesen Marktphasen. Null Volumen, null Dynamik. Ja. Ich habe mir dann den Kopf zusammengestellt, habe gedacht, okay, nimmst du das Orderbuch, nimmst den Chart, nimmst den Moving Average, alles das, was du drauf hast, Volumen, und kontrollierst und guckst, machst und schaust, wie du aus diesem Punkt was zusammenkriegst. Aus dem DAX, Future, kam nichts. Also musste ich die Kasse mitnehmen. Das heißt Optionen, Volatilitätsindex und Kassamarkt. So, wir haben die Big Fives. Das ist BASF, Bayer, SAP, Siemens und Allianz. Die stellen die Grundlage zum Traden dar. Warum? Wenn die sich bewegen, Bayer zum Beispiel, ja, die jetzt 10% verloren, ja, auch ein Ding von den Amerikanern, ja, verkaufen den Deutschen so einen Scheiß, ja, und dann eröffnen sie klar, das ist geil, das ist... Wissen Sie, was die Amerikaner dazu sagen? German, stupid fucking German money. Ja, das ist das, ja. Das ist das, ja. Das ist unglaublich, ja. Und ich sage immer wieder, das ist so cool, ja. Das ist, okay, ja. Das Margin, ups, halt.
Ja, wir hatten echte Probleme mit diesem Markt. Und ich sagte, DAX war mein Steckenpferd, mein absolutes. Ich konnte da wirklich sehr, sehr gut handeln. Wir sind rübergegangen in den Future-Handel. Das ist der erste Punkt gewesen. Wir können den Mini-Future handeln. Ja, das ist gut. Wir mussten lernen, dass es nicht die Tickdichte ist, die uns gut füttert, sondern die Zeit. Die Zeit füttert uns. Das heißt, lass es auf dich zukommen. Wir gehen der Politik entgegen. Nichts anderes. Bewegt der Markt sich, bewegen wir uns. Nicht vorher. Ja? Die Zeit für das Zusammenspiel im Future- und Kassamarkt sind der Schlüssel. Wir nennen das die Kassastrategie. So sieht sie aus. Das ist nur der DAX Future. Ja, morgens um 8 Uhr. Wir haben früher nie vor 9 Uhr gehandelt. Wir handeln jetzt auch. Ja? Ja. Das ist ein Breakout, das ist alt. Das ist neu. Das ist Kassastrategie. Das ist neu. Das ist alt und das ist alt. Ja, das heißt, wir haben eine Kombi aus neu und alt, ja, um zu überleben. Ja, all das sind Punkte, sind repräsentieren Punkte zum Traden. Gucken Sie mal hier, da war der Einstiegspunkt und wir sind hier reingekommen. Das ist cool, das macht Spaß, das ist tot. Ja, das heißt, Sie müssen Ihre Kalkulation verändern, Sie müssen Ihren Tradingplan darauf anpassen. Das Risikomanagement passt nicht mehr. Ich hatte früher die Phalanx Secure, ja, mit Fibonacci-Zahlen und so weiter und so fort. Ist nicht mehr, geht nicht mehr. Immer an den Fibonacci-freien Tagen kriege ich es auf die Nase. Werden Sie gleich sehen, ja? Kleinen Moment. Wo ist es? Ah, okay, habe ich gar nicht hier drauf. Okay. Habe ich das nicht gespeichert da drauf? Okay. Ja, immer an den Fibonacci-freien Tagen, zwischen 3 und 5, die 4, war früher unser Tag, wo wir das Depot pushen konnten. Ist nicht mehr. Ich breche ein. Ich habe die letzten Tage habe ich immer an den Fibonacci-freien Tagen immer abgebaut. Immer. Absolut. Komplett abgebaut. Kann ich hier mal ins Netz gehen? Komme ich da ins Internet? Na Moment, dann gehe ich mal eben hier drauf. So. Ja, das sind die Ergebnisse aus dem Kassa-Fake. Gucken Sie mal. Immer wieder, das war der wichtige Tag, Kassa-Punkt, ja. Eingebrochen vom Gewinn. Hier. Fibonacci-Tag, Fibonacci-freier Tag, eingebrochen vom Gewinn, ja. Dann hatten wir hier Fibonacci-Tage. Das heißt, immer die Fibonacci-Zahlenreihe 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Immer die Punkte, die dazwischen waren, waren für uns die Tage, wo wir pushen konnten, sind jetzt Verlusttage. Wichtig, ja. Und das sind die Bereiche, wo ich sage, es geht. Auch in einem ticklosen Markt. Es geht, und zwar sehr, sehr gut. Ja, es geht. Und zwar sehr, sehr gut. Und das ist das Wichtige. Man kann wieder punkten. Und nahezu risikolos punkten. Ist noch nicht das Ergebnis, was ich mir vorstelle, so wie wir es früher hatten. Aber es kommt schon sehr, sehr nah dran. Es kommt wirklich sehr nah dran. Und das ist der wichtige Punkt. Ich sage immer, innerhalb solcher Punkte, das sagte mein Vater immer, you will win if you don't quit. Ja. Du kannst alles schaffen, wenn du bereit bist, Außergewöhnliches zu geben. Ich habe nächtelang drum rumgehangen und gesagt, getan, gemacht. Warum passt es nicht mehr? Ja, klar. Abnahme im Volumen, alles klar. Aber es geht. Ja. Die Timezone ist ein wichtiger Punkt. Ich komme sofort, ja. Ist ein wichtiger Punkt, dass der Markt auf uns zuläuft. Nicht wir gehen dem Markt entgegen, sondern der Markt läuft auf uns zu. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Das sind die Einstiege. Ja. Und die sind relativ zahlreich. Auch in Seitwärtsphasen, ja, sind sie relativ zahlreich. Ja. So, das ständige Eingreifen durch die Politik ist für uns komplett zum Nachteil. Das heißt, die Banken können sich nicht mehr refinanzieren.
es geht ein ganzer Geschäftsbereich geht platt. Eigenhandel und so weiter und so fort. Interessiert die aber nicht, solange sie sagen können, sie haben sich gerettet. Ja. Ich sage immer wieder, achten Sie, ach, da sind sie doch, Entschuldigung. Ja. Da sind sie, ja. Achten Sie auf Ihr Risiko. Das ist das Wichtigste, was Sie machen können. Wirklich, das Risiko ist das, was Sie machen können. Hier wird das Kassafake gezeigt. Ja, das ist ein Seminar vom 3.9. Das ist ein Online-Seminar. Das geht nachmittags von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Wird es gezeigt. Das ist einmalig, der Preis, aber mit Wiederbesuchsoption. Das heißt, Sie zahlen einmalig und können das Ding immer wieder besuchen. Da ist alles drin, Orderbuch, Moneyflow und so weiter und so fort. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Wer handelt von Ihnen Futures und wer handelt von Ihnen übers Orderbuch? Keiner. Okay. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit. Ich denke mal, es wird in den nächsten Tagen sehr, sehr hektisch werden an den Märkten. Also reduzieren Sie Ihr Risiko. Ja. Reduzieren Sie wirklich Ihr Risiko. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag hier. Danke. Ja, Peter, auch von unserer Seite lieben Dank für deinen Vortrag. Danke.